Ja, moin, ich bin Markus Paschke, Bundestagsabgeordneter der SPD. Herr Paschke, am 3. September ist ein großes Ereignis in Papenburg. Was empfehlen Sie den Leuten? Ja, also ich finde, es sollten alle Menschen hin zum St. Lukasheim und sich das Fest auch anschauen, weil es gibt so viele abwechslungsreiche Events da. Es lohnt sich wirklich vorbeizukommen. Also Sie werben für das Fest der bunten Vielfalt. Es sind verschiedene Veranstaltungen, die stattfinden. Was sticht Ihnen besonders ins Auge? Ach, ich will da gar nichts hervorheben. Ich glaube, es ist diese Vielfalt ist das, was für alle interessant ist, wo jeder etwas findet, was ihm gefällt. Und deswegen nicht einzelne Sachen hervorheben, einfach hin, sich anschauen und dann kann sich jeder ein Urteil bilden. Sie schauen auch nochmal, ob Sie in Ihrem Terminkalender auch Platz finden? Ich versuche auf jeden Fall auch vorbeizukommen. Na, jetzt, nachdem sich so die Terminlage ein wenig geklärt hat, steht das ganz oben bei mir auf der Agenda, weil das doch für mich auch eine Herzenssache ist, da zu sein und das St. Lukasheim auch zu unterstützen. Das heißt, es ist auch wichtig für Sie, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und auch mit den Menschen zu feiern. Das ist das, was ich seit 4 Jahren versuche, in meiner Politik auch umzusetzen, mit möglichst vielen Menschen immer wieder zu reden, in Kontakt zu kommen, dass sie mir ihre Probleme sagen können und ich ihnen vielleicht auch manchmal erklären kann, warum Politik nicht immer so eindeutig ist, sondern dass wir ihnen trotzdem versuchen, das Beste für sie herauszuholen. Okay, wir freuen uns auf Sie. Dankeschön. Vielen Dank.